Aloha zusammen und ich begrüße euch zurück zum WM Ultimate Team Modus mit der dritten Folge. Und wir waren stehen geblieben im Viertelfinale. Das Achtelfinale hatten wir ja schon absolviert gegen den freundlichen Engländer, so hatte ich die Folge genannt. Und wir springen direkt ins Viertelfinale. Und es geht gegen einen US-amerikanischen Vertreter, der hat eigentlich ein passables Team. Eine Chemie von 92 ist uns in diesem Aspekt also voraus. Und das letzte Spiel der Gruppenphase, also jetzt in der echten WM, war ja auch Deutschland gegen USA. Und das war ein verhältnismäßig schlechtes Spiel, das wusste ich aber, wenn man im Hinterkopf hat, dass ein Unentschieden reicht, dann schraubt man automatisch seine Leistung etwas nach unten. Natürlich haben die Deutschen gewonnen, 1-0. Hat mich auch gefreut, Müller hat mal wieder zugeschlagen. Damit sind wir im Achtelfinale und müssen gegen die Algerier ran. Das ist, glaube ich, ein machbares Los. Ich freue mich, denn jetzt wird es richtig interessant. Die Achtelfinalbegegnung starten. Ja, morgen, heute ist noch ein Ruhetag, also sehr, sehr gespannt bin ich, aber wir tauchen in die Folge ein. Wir sind in der 23. Minute, Eckball von Fernandinho und da ist mal wieder mein Innenverteidiger Vintra. Also das hat schon jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal funktioniert. Diese Kombination aus Fernandinhos Eckball und dem guten Kopfballspiel von meinem Innenverteidiger auf jeden Fall. Wir führen jetzt 1-0, aber dann kommt mein Gegner mal vors Tor. Und ich glaube, Di Giglio ist hier maßgeblich an diesem Gegentor beteiligt. War eigentlich schon ein Schritt vor Klose und Klose ist bekanntlich nicht der schnellste. Und trotzdem kommt er da an den Ball und das macht er dann ganz gut ins kurze Eck. 1-1 also. Aber das Spiel war wirklich ziemlich zerfahren. Ziemlich langweilig, nicht viele Chancen und wir sind schon in der 75. Minute, wo Vargas nach innen zieht, aber der Keeper von meinem Gegner hält das Ding fest und hält auch seine Mannschaft noch im Spiel, aber es war noch nicht vorbei und ich hatte noch nicht aufgegeben. 89. Minute, langer Diagonalball auf die linke Seite, Flanke und Vargas mit diesem unfassbar starken Kopfball in der Rückwärtsbewegung. Haut er das Ding hinten rechts rein wie eine Bogenlampe. Unfassbar, Vargas eigentlich kein Kopfballspieler, ist ja auch recht klein. Aber schaut euch das nochmal in der Wiederholung an. Das ist, glaube ich, Varela mit der Flanke und dann zwischen zwei Verteidigern. Ich glaube, es sind sogar die Innenverteidiger. Köpft er das Ding rein und uns zum Sieg. Also ein eher glücklicher Sieg, möchte ich nicht sagen. Aber wir haben uns in diesem Match auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Aber Hauptsache ist ja, viele Abers, wie ihr merkt, die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Wer siegt, hat Recht, ist ja so ein oder eine Phrase im Fußball. Wir bekommen auch noch einen neuen Spieler, Berezutski, ein russischer Innenverteidiger, nicht der beste seiner Zunft, aber wird trotzdem im Verein gebunkert und wir schreiten voran. Und zwar sind wir jetzt im Halbfinale, also nur noch ein Spiel davon entfernt, ins Finale einzuziehen. Und wir spielen gegen einen deutschen Landsmann, der mit einem 4-3-3 hier auf den Platz treten wird. Hat auch ganz gute Spieler, einen Mata, einen Snyder und ja, Innenverteidigung hat er sogar einen Mats Hummels. Wird ganz interessant, wie er denn mit so guten Spielern hier hantieren wird. Ich finde diese Außenansicht von den Stadien übrigens sehr, sehr gelungen. Dafür ist das Spiel FIFA 14 nicht so heftig gelungen, aber das ist nur nebensächlich, denn wir sehen, wir liegen früh hinten in der 11. Minute, ein langer Ball auf Snyder und mein Keeper sieht da nicht wirklich hervorragend aus, ganz im Gegenteil, sieht ziemlich schlecht aus. So müssen wir uns mit einer frühen Führung herumschlagen, das hasse ich ja immer, das komplette Gegenteil von einer eigenen frühen Führung, aber ich hatte wesentlich mehr vom Spiel. Hier mal ein Lebenszeichen, dafür war der Ball aber leider zu unplatziert und dann sind wir schon in der Halbzeit und ich habe gemerkt, obwohl ich das Spiel bestimmt habe, also ich hatte viel Ballbesitz, konnte ich nicht wirklich offensiv durchbrechen, habe dann meine Formation geändert auf ein 4-4-2. Das Mittelfeld bestand dann aus einer Raute, ein Sechser weniger, dafür aber zwei Spitzen und es hat eigentlich ganz gut gefruchtet, konnte jetzt mein Offensivspiel hier etwas mehr umsetzen, mal ein langer Ball, die ich übrigens
oder mittlerweile dürft ihr es wissen, sehr, sehr verabscheue. Hier benutze ich mal die Variante selbst und es hat direkt geklappt. Der fuhr mit dem Kullerball aufs Tor, der sitzt dann aber 1:1. Gehen dann weiter, 74. bzw. 75. Minute habe die Chance hier zu kontern, warte, dass sich links Defour freiläuft, bekommt auch den Ball, dann ein langer Ball rüber auf Perez, der Ball oder der Abschluss dann zu unplatziert und kein Problem für den gegnerischen Keeper, aber ich war jetzt am Drücker, konnte mein Offensivspiel wirklich jetzt entfalten, denn die Außen haben auch ganz gut mitgemacht. Der fuhr rüber auf Varela, der wartet dann und dieser Ball sollte eigentlich zu Fernandinho, aber Boni denkt sich so, nein, den nehme ich selbst und das nennt man mal ein Näschen vom Trainer, von mir, bring hier den Joker rein und der trifft unfassbar gut, unfassbar geil. 87. Minute, 2:1 und das ist auch der Endstand. Also genau wie im letzten Match auch ein spätes Siegtor. Das sind ja immer bekanntlich die schönsten Tore. Und damit gewinnen wir das Halbfinale. Es gibt wieder ein Set für uns. Das wird natürlich auch wieder prompt geöffnet mit dem Hintergedanken, dass wir wahrscheinlich wieder nichts Großartiges bekommen. Was sich leider auch bewahrheitet, ein iranischer linker Mittelfeldspieler, den Namen möchte ich gar nicht aussprechen, bevor ich hier irgendeinen Mist rede, lassen wir das lieber und konzentrieren uns auf das Finale, also das entscheidende Spiel und mein Gegner hat wirklich einen guten Kader, auch wenn die Chemie von Suarez vorne etwas nach unten gerissen wird. Denn der ganze Kader bestand eigentlich nur aus europäischen Vertretern und Suarez als südamerikanischer Spieler ist dann eher der Typ, der da etwas heraussticht. Aber wir sehen, dass wir gegen einen brasilianischen Vertreter spielen und dieses Finale Deutschland gegen Brasilien könnte natürlich auch in der echten WM so stattfinden. Das wäre natürlich das Nonplusultra gegen den Gastgeber, deren Mission wirklich darin besteht, den Titel zu holen, aber das mal nur so theoretisch bedingt, denn wir sehen, dass wir einen sehr guten Start erwischen. Vargas ist durch, behält die Nerven, eiskalt wird da der Keeper ausgespielt und dann steht ein weites leeres Tor offen und Vargas misst diese Chance natürlich nicht. Also eine frühe Führung, das geilste überhaupt, aber in der 9. Minute wird das Ganze wieder revidiert und zwar von Suarez, der macht das wirklich richtig geil, donnert den Rebound sozusagen, der ihm da auf die Füße fällt, links oben ins Eck, eindrucksvoller, gewaltiger Schuss und es steht 1:1 und dann passiert etwas, was nicht passieren darf. 19. Minute, ein Abstoß, der meinem Gegner wirklich vor die Füße fällt. Oder ich ihm vor die Füße passe und ich könnte echt heulen, wenn ich das hier sehe. Ein geschenktes Tor, 2:1. Mein Gegner lässt sich da auch feiern nach diesem überragenden Spielzug. Und Suarez trifft zum zweiten Mal, also 20. Minute. Und wisst ihr was? Mit den Fehlern war es noch nicht getan. Hier noch ein Geschenk. Guckt euch das an. Boah, krass. Also mein Gegner wollte da lupfen, obwohl er schon vorbei war, trifft dann nur die Querlatte. Also Glück im Unglück. 2:1 liegen wir noch zurück und jetzt guckt euch das an. Ich kriege den Ball einfach nicht unter Kontrolle. Und Isco mit dem Außenriss eiskalt links oben ins Eck. Und ich dachte mir nur so, warum passiert sowas? Ohne Witz, ich war wirklich besser als dieser Spieler und das klingt immer so überheblich, aber es ist einfach so, ihr wisst oder die meisten wissen, wovon ich spreche, wenn ihr da gegen manche spielt, die eigentlich spielerisch euch nichts entgegenzubringen haben und trotzdem nicht hinten, aber guckt euch das an, Boni mit Slalomläufen und dann dieser Übersicht, unfassbar schönes Tor, gute Vorarbeit, ich hatte mittlerweile wieder auf zwei Spitzen gewechselt und Boni macht das hier wieder sehr, sehr gut, findet den Mitspieler Oriana und 3:2, wir sind wieder dran, aber noch ein Fehler, wieder wird der Ball vor die Füße gespielt, Suarez ist durch und diesmal habe ich Glück, dass mein Keeper Bogovic da, ich glaube es ist Bogovic, ne Begovic, mein Gott, mich da im Spiel hält, also drei dicke Fehler, wovon eins zum Tor geführt hat und zwei zu Herzinfarkten, aber ich hatte noch eine Chance in der 90. Minute, Flügelwechsel auf Vargas, mir fällt schon fast die Stimme hier weg.
ist fast durch. Übersteiger rechts, Übersteiger links, ist links durch. Dann kommt der Chop, Schuss und... Ah, jetzt kann ich erstmal tief durchatmen. Also ein unglückliches Spiel und wir verlieren auch unglücklich 3-2. Hab vielleicht am Ende ein bisschen überdreht, da mit Vargas hätte vielleicht noch einen mitnehmen müssen, einen Mitspieler. Aber ich war echt durchfühlt da am Ende. Aber ihr habt gesehen, ich habe 7500 Münzen für den Finaleinzug bekommen. Leider hat es nicht gereicht bis zum Pokal, aber das wird nicht unsere letzte Chance gewesen sein. Wir müssen jetzt also wieder von der Gruppenphase an starten, was wir mit der nächsten Folge tun werden. Denn diese Folge ist zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und schaltet dann im nächsten Part wieder ein. Macht's gut, haut rein und ciao.